Jo, dann gleich los und töten. Warum laufen wir eigentlich immer nach Westen raus? Lauf mal nach Osten raus. Also, weil da keine Tür ist. Ja, okay, das könnt's erklären. Weg, dich hin, so. Der Plan ist es, wahllos zu töten. So, kurz testen. Ja, die kommen immer noch gut durch die Rüstung durch. Und möglichst viele Alien-Artefakte mitzunehmen. Also, Spaß töten. Euch locke ich mal die Türme, sonst habe ich gleich keine Muni mehr. Wobei, Muni, warte mal. Das jetzt die rote. Wow, okay. Nee, ich brauche definitiv noch viel. Oh, die können da durch, wenn es grün ist. Interessant. Ja, aber um wirklich die roten und blauen, das sind nur die höchsten, sind, zu face-tanken, brauche ich definitiv mehr Schilde. Bau mal mehr Schilde. Lauf währenddessen dahin und plünder deren unbewachte Nester. Weil wir so ein lieber Kerl sind. Also du bist ein König, dich muss ich gar nicht erst versuchen, mit dieser roten Munition hier anzukratzen. Da waren ganz schön viele. Ah, stimmt eigentlich. Das könnte eine der wenigen netten Sachen sein, die der Mod-Auto gemacht hat. Dass wenn die Spawner später so riesig werden und stärker werden, dass sie noch mehr droppen. Habe ich so bisher gar nicht drauf geachtet gehabt. Boah, ist das wenig Schaden. Ich brauche viel mehr Schilder. Und da kommen ganz viele Saphire angelaufen. Nächstes Problem, das Ding hat gar nicht so eine große Reichweite, ne? Bis da, also auf Höhe von dem da. Ja. Die Grünen haben auch eine wesentlich größere Reichweite. Also wenn ich Basen töten will, einigermaßen ohne selbst zu großen Schaden zu bekommen, brauche ich auch die Grünen. Ärgerlich, ärgerlich. Aber na gut. Da. So. Ein weiter Spawner kaputt. Lalala. Nein, nein, ich hasse Bäume. Normaler Spawner kaputt. Noch ein weiter Spawner kaputt. Und das reicht erstmal. Weg, 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 weg. Ich glaube, bei der normalen Rüstung, also bei der MK2-Rüstung, wäre das jetzt schon ziemlich arg gewesen. Dahin warten. Und die Eier alle schon mal transmodifizieren. So. Kommen gleich neue Eier. Und die Artefakte. Ne, hau ich noch nicht in die Fabrik. Ich gehe gleich ja wieder los. Ich habe ja nicht mehr so viel Zeit. Komm, gib mir das Ei noch. So. Lauf, 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 lauf. Und die Science Packs sehen sehr gut aus. Dass es echt am Holz hängen ist, ein bisschen. Ne? Mach mal hier Holz weg. So. Obwohl wir so viel Holz gar nicht brauchen, aber das ist jetzt Überkompensation. Du weg. Lass mich durch hier. Ich will. Oh, okay. Letzten Spawner da killen. Gott, noch ein Spawner da oben. Den kann ich mir dann morgen vornehmen und jetzt erstmal alles zur Basis. Töten, töten, töten. Der Knubbel da unten wurde übrigens noch nie angegriffen, kann das sein? Wo ist die Mauer? Oh. Das ist die falsche Mauer. Da komme ich nicht durch. Lalala, ich laufe einfach schnell hin und her. Ja, komm, mach kaputt, mach kaputt. Mach hier mal den ganzen Wald weg. Das sind schon ein paar Könige. Crunch, crunch. Da kommt die Abrisseinheit. Dann dürfte ich mich auch ein bisschen besser, freier hier bewegen können. Ja, sehr gut. Mehr als genug Holz. So. Königinnen blödet auch wieder ganz viele Artefakte. Und hier wollte ich eigentlich hinlaufen.
Bau bitte noch mehr davon. Und jetzt haben wir die ganze Nachtzeit. Also auch wieder 2 Minuten. Um daraus Science Packs zu machen. Hier. Nee, warte, nicht da, sondern hier. Mach mal die Hälfte hier rein. Wie viele Lila-Tränke haben wir? Voll. Fast voll, ne? Hau trotzdem mal den Rest hier rein, weil ich würde hier ganz gerne als nächstes die Raketendinger da erforschen. Für die Abwehranlage. Fürs Endgame. Knochenhaar. Oh. Schon wieder 10 Eier voll. Weg, weg, weg. Sehr abgefahren. Wie schaut's aus mit Munition? Ich werde in der Zeit nicht genug Smaragdleichen zerlegt haben, oder? Smaragde da. Aber doch, 2 müsste ich dann wieder herstellen können. Aber erstmal genau Rubinen. Wobei das sinnlos ist. Aber wir brauchen die Polished Ruby für die Türme. Für die besseren. Für die goldenen. 4 Stück für einen. Wie kannst du mir das antun, Spiel? Also wenn ich alle meine Mauern durch Gold ersetzen müsste, dann wie viele Rubinen bräuchte ich da? Wie viele Berserker-Biter müsste ich dafür töten? Wie viele Millionen? Könnte jemand das ausrechnen? Das ist doch krank. Du stell dich wieder um auf grün. Nimmst der grün. Mach mir grün. Und stell noch mehr Artefakte her. So. Forschung ist gleich durch. Halleluja. Ja, Nature Packs sind drin. Brütze, letzter Vorgang läuft durch und dann ist gut. Schön, schön. Und dann kann die Sachen erstmal alles, können sich alle erstmal puffern. Bis die hier alle schön auf Cap kommen, alle auf 200 oder 100, je nachdem. Und dann machen wir später nämlich anderen Dietech-Sachen. Und ich hätte gerne wieder Alien-Artefakt. Schön, schön. Oh, da sind die Eier direkt. Her damit. 38 Eier. Schick. Schick, schick, schick. Also, ich hätte mir das nicht so extrem vorgestellt. Ich dachte, das wäre so ein kleiner Zuverdienst, um so ein bisschen zurechtzukommen, wenn man sich unbedingt einbunkern muss. Aber dass man dadurch wirklich alles finanzieren kann, ist heftig. So, wir könnten jetzt die nächste Stufe freischalten. Dafür bräuchten wir allerdings Advanced Science Packs. Die müssen wir erstmal in Massen herstellen, bevor wir damit anfangen. Das heißt, ich mache jetzt das da. Research. Das machen unsere ganz normalen. Und die haben alle super duper Produktivitätsmodule. Damit sie nicht so viele lila Science Packs verbrauchen. Richtig. Wobei, stell das mal auf ein bisschen höher. Wir müssten eigentlich genug lila Science Packs haben. Also bin ich fast versucht, das Speed-Modul reinzuhauen. Wie viele haben wir denn? 200, 400, 600. Nee, es geht nicht mit den Speed-Modulen. Ach, da kommen die langsam auch noch. Und zwar geht es nicht mit den Speed-Modulen, weil wir haben ja einmal hier 200, 450, was? 550, 700, 1000. 2000 brauchen wir insgesamt. Das Sprung dabei irritierend. Also 200, 250, 100. Ja, dafür hellblaue, aber mal ernsthaft, hellblaue sind in dem Stadium nicht mehr so wirklich heftig. Stell hier mal 2000 ein, damit die reinkommen, die wir eigentlich brauchen. So. Gut, 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 gut. Das heißt, die 38 Eier zerlegst du jetzt bitte mal. Und haust du alle hier rein. Dann reicht das auch hoffentlich schon fast. Es werden immer mehr. So. Du bist der Falsche. Du. Du hast auch noch ein paar. Was war jetzt mit den Advanced Science Packs? Mach mal das Big Ding hier weg. Brauchen wir ja nicht mehr so ganz. So, du zerlegen. Du machst jetzt bitte Advanced Science Bags aus blauen Chips.
geht nicht. Ja. So, du bist so eine langsame Fabrik, war mal hier. So. Naja, das wird teuer und sehr lange dauern, bis da 105 voll sind. Ah, gut. So, was haben wir noch? Was macht ihr hier? Weg. Komisches Zeug, so. Ich sollte meine Rüstung weiter ausbauen. Da, Schilde. Viel mehr Schilde. Fusionsreaktor habe ich jetzt gar nicht ausgereizt. Aber ja, Batterien habe ich auch nicht getestet. Ja, ich bin zwar draußen rumgelaufen, habe getötet und so weiter. Aber ich habe nicht wirklich das gemacht, was ich hätte machen sollen. Nämlich gucken, wie gut die Schilde zurechtkommen, ob die Batterien überhaupt verbraucht werden. Weil ich daran sehen kann, ob der Fusionsreaktor ausreicht und so weiter. Das mache ich dann am besten morgen. Weil jetzt loslaufen lohnt nicht mehr. Strom ist immer noch absolut kein Problem. Die werden alle fleißig verbraucht. Ja, ich habe jetzt noch ganz viel Landfill. Was ich dann jetzt mache, ist oben die silbernen Türme zu testen. Also die mit der kürzeren Reichweite. Die auch schon ein bisschen teuer sind, aber nicht so teuer wie der nächste Schritt. Ja. Und so mache ich denn hier oben einfach einen Durchbruch. Also hätte ich jetzt gerne meinen Landfill. So, bis... hier. Ups. Da baue ich dann eine Mauer. Und sobald die Mauer steht, mache ich oben eine Verbindung zum Land. Damit sie mich auch angreifen können. Und Forschung ist fertig. Nächste Forschung. So, ich hoffe, das haut mal ungefähr hin. Gehen wir nach unten. Ups. Ja gut, dann müssen wir es halt erweitern. So. Genau, und da ganz oben setzen wir dann die Mauerreihe hin und... Also ich muss gucken, wie es mit dem Muster hinhaut, ne? Ja, setzen wir die Mauerreihe hin und dann die guten Türme und dann gucken wir mal, wie wir gegen die Basis da zurechtkommen. Und so würde ich die Türme eigentlich ganz gerne so setzen, dass wir die Spawner nicht töten, sondern durchgehend den Respawn töten. Das dürfte eine teure Stromrechnung werden. Aber mal gucken. Ist ein Experiment. Ich mag Experimente. Water Begone haben wir keinen mehr auf Vorrat, ne? Nö. Dann brich die mal bitte ganz kurz ab. Oh. Hallo? Schmeiß den einen Frühblock auf den Boden. Nimm das Water Begone. Und zwar nur das Water Begone. Gut. Wo bist du? Da bist du. So, dann sammel das da auf. Durch das hoffentlich frei gewordene. Genau da so. Jetzt hätte ich gerne das Blueprint hier nach oben gesetzt und ich brauche Roboports. Sonst kommen wir hier oben gar nicht erst an. Oh, ich habe keine Stahlzahnräder. Gib mir bitte... Steel Gears sind das, ne? Ja, gib mir bitte Steel Gears. 100 Stück. Weil jetzt fliegt kein Roboter los, um da irgendwas hinzusetzen. Und wir haben hier auch kein Licht. So, so. 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 Das sieht richtig künstlich aus, das Ding hier. Diese Gerade. So, kein Strom. Ne, da kommt nichts hin. Hier kommt noch was hin. Britzel, Britzel. Ah, das hält alles. Wobei, die Produktion ist nicht so hoch, wie ich sie gerne hätte. Also ich denke, ich copy-paste gleich nochmal unsere Steam-Engine-Anlage. Du produzierst weiter Gunmetal-Alloy, ja. Da ist er ja. So, maximale Reichweite wäre hier ungefähr. Das heißt, wir müssen wieder ganz kurz Strom setzen, bis dann der da steht. Dann können wir das wieder abreißen.
Roboter müssten jetzt eigentlich schon fliegen. So. Wahrscheinlich werden wir dann keine Solarpanels mehr haben. Die werden erst nachproduziert werden. Wodurch wir eventuell wieder einen Engpass bekommen, was den Stahl angeht. Aber das muss ich gleich gucken. Ich setze einfach mal hier eine Kiste hin. Und guck mal. Stahl 750, das ist gut. Ich sehe allerdings keine Eisenplatten im System. Das ist nicht so schön. Und es kommen gar keine Solarpanels. Doch, da kommen sie. Chock, 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 chock. Chock, 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 chock.